muss mehr über die Raute erfahren. Die meisten davon sind ja gerade im Schloss. Schauen wir doch mal. Ist denn irgendwas beim Hause? Ich könnte mir einfach den Gaul da ausleihen, ganz ehrlich. Aha, wer läuft denn da? Wer rennt denn um diese Uhrzeit hier hinten rum? Ein Wölkchen. Grüß Gott. Schönen Abend, Tag. Na, ich glaube, ich könnte mir so langsam bald eins leisten, aber... Schwabriel rennt mit dem Pferd vom Schwarzen Ritter rum. Er hat gesagt, er hätte ihn getötet. Hier liegt er nicht. Ha. So. Nur legen. Wartet mal. Was trinken. Hey, Yeti hat seine 300 Follower. Wuhu. Hoppala. Falsch. So sollte das sein. Hat das endlich geschafft. Ein Traum. So. Hufschmieden ist auch noch hier. Und schlägt sich wieder mit irgendwem rum. Ist hier irgendwas, was eindeutig zweideutig wäre? Ich habe eine Mistgabel jetzt zur Verfügung, was halt auch cool ist. Da wollte ich. Ich weiß jetzt wieder, was ich wollte. Ich wollte was essen. Meine Güte. Oh. Voll. Ich müsste irgendwie... Einen wunderschönen. Ihr seid doch durchaus geschickt. Mit dem... Was brauchst du? Ein Dietrich. Ah, sowas habe ich nicht. Schade. Tut mir leid. Müsst in die Hinterzimmer der Kirche. Tut mir leid, habe ich wirklich nicht. Na gut. Danke trotzdem. Wiedersehen. Auf bald. Alles gut. Nee. Brauche ich nicht. Das Essen hält recht lang. Oh, wir sind uns letztens begegnet. Geht es Ihnen gut? Würden Sie eine kleine Spende für einen Mittelmensch, bitte? Das ist selbstverständlich. Setzen wir mal und ich werde jetzt mal einen wahnsinnigen Longshot machen.
mach jetzt einfach mal ein Ticket auf. Danke. Versuchen wir es mal. Ich habe jetzt mal nachgefragt. Ah, verdammt, falsche Taste, oder? Ein Dest, grüß dich. Da verschütte ich ja gleich meinen Hund. Ich habe jetzt mal gefragt, ob es jemanden gibt, der Dietriche herstellt. Oder damit umgehen kann. Weil das wäre ganz nett. Mal schauen, was da als Antwort kam. Ja, hat mir ein Pferd geschenkt. Ganz nicht wahr, weil das klingt vielleicht jetzt merkwürdig. Aber sollten wir es nicht der Wache sagen? Das klingt nach etwas, was hier nicht sein sollte. Ja, auf jeden Fall. Wo ist denn die Wache? Was wurde denn jetzt wieder entdeckt? Ich weiß es auch nicht. Wache! Oh nein, lieber nach oben gucken, wenn man hier lang geht. Für wahr. Oh. Wachen! Wir haben uns immerhin versprochen, dass immer einer da ist. Wachen! Also, hallo? Wachen? Ich sagen. Wachen! Ich suche einen gelben Rock. Zur Wache! Rathaus? Ist nicht. Oh, ist nicht diese Hochzeit. Wir sollten als besorgte Bürger mal weitergehen. Ja, die königliche Hochzeit ist, aber der Pöbel wird nicht reingelassen. Nein, aber vielleicht die Wache nicht raus. Wer weiß, was weiß ich. Ich sagte doch, der Pöbel wird nicht reingelassen, also wohl auch die Stadtwache nicht. Eben, gestern wurde noch gesagt, das sind Leute denn von uns. Ah, ja stimmt, ich bin eingeschlafen, tut mir leid. Das war wahrscheinlich die beste Entscheidung. Wachen! Da, der sieht so aus. Wachen! Zur Wache! Das ist doch warum Wache. Wie seht ihr denn passiert? Eure Waffe? Ah, ihr habt mich gerufen. Braucht ihr meine Hilfe? Sollte nicht gerade schon eine Hochzeit stattfinden? Ja, im Königsschloss. Ja, da sind wir ja nicht geladen. Wir doch nicht eingeladen. Wir, die dem Leute. Guten Mann brennt mal wieder der Helm. Ach so. Richtig. Wir haben ein bisschen Sorge als besorgte Bürger quasi. Uns ist was zu Ohren gekommen. Ja. Und wir haben da ein bisschen Angst vor. Also, sprecht, was ist vorgefallen? Ja, also die Schneidermeisterin sagt, sie fertigt Kleidung aus Menschenhaut. Okay, das ist auf jeden Fall was Liske Neues. Das hätte ich sogar auch zugegeben. Ja, es laufen gerade haufenweise Ermittlungen gegenüber der Schneiderin. Was hat sie denn noch verbrochen? Sie hat das Haus vom Furkibert mit Würmern scheinbar verseucht. Es gibt auch schon, glaube ich, einen Aussagen dafür.
Ach. Warte, warum heiratet er sie doch? Doch mal lesen. Ja, ja, heiraten sie sie heute auch. Tod im Brot. Ja, ich glaube, er wurde irgendwie unter Trank gesetzt oder sowas. Oh. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oh, der Eichen. Naja, du. Ich hab vorhin schon gesagt, der König war auf Kneipentour, dann war sein Zepter weg und jetzt heiratet er die Wirtin. Das klingt sehr merkwürdig im Ablauf. Ja, auch die Bruder, die eben hingerichtet wurde, ließ verlauten, dass die Königin eine Hexe ist. Ja. Hatte ich dir erzählt, Dragonia, dass Ruby, ich und Steini und Sojochi, das Steingeschäft, wir wollen vielleicht so ein Steingeschäft aufziehen. Aber naja, bisher. Steingeschäft? Also, so den Holzkniescheiben gibt es jetzt genau, ein Steingeschäft? Genau. Ach, da oben ist er runtergefallen. Beim Aufstehen wahrscheinlich. Oh, wie gern würde ich diese Ansicht sehen. Wärmesteine, ja. Ich hab die Idee. Dragonia ist doch, du sitzt doch an der Quelle von Kräutern und so. Ja, und so die Idee. Ja, dann viel Erfolg. Genau, deswegen bin ich mit dem Schiefziehen gegangen. Wunderbar, alles richtig gemacht. Aber das heißt, also was können wir jetzt tun, damit die Schneiderin nicht uns schneidert? Das Haus nicht mehr so schnell verlassen und vielleicht die Schneiderin meiden. Das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Aber wir sind doch direkte Nachbarn. Also ich muss doch am Obststand stehen, direkt neben der Schneiderei. Da hat sie recht. Ich werde ein Auge auf dich haben. Gehen. Von meinem Stand aus sehe ich die Wache, die Türe eintreten und sie ausfragen. Ja, das ist dann wieder die Aufgabe von der Stadtwache. Die haben das sogar schon im Auftrag bekommen. Und ich weiß leider nicht, wo die jetzt zugange sind. Guter Wächter, also wenn es das vielleicht beleunigt, die Schneiderin hat erzählt, dass anscheinend der Umhang der Prinzessin Benjania, dass der auch aus Menschenhaut gefertigt wurde. Und ich kann mir fast denken, dass die Prinzessin das gar nicht so wollte. Ich sollte auf jeden Fall schleunigst jemanden davon berichten im Königshaus. Das wäre super. Da würden wir uns bestimmt sicher machen, wenn ihr dafür sogar belohnt. Ich werde zur Hochzeit eilen. So, gebet auf euch acht und meidet die Schneiderin. Jawohl. Sehr gut. Vielen Dank. Wir geben unser Bestes. Ich lese wunderbar. Jetzt nochmal was. Auch mal, Darius. Werte Bürger. König findet König. Ja, so was. Also, dann passen wir jetzt am besten auf. Wenn jemand sich bedroht fühlt, geht er einfach zu den anderen. Ja, Marc, wir müssen zusammenhalten. Uns laut rufen, ja. Ja, also, immer schnell Bescheid sagen, dann sind wir sicher. Jetzt hier mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 5, keine nochmal 5. Erlaubt zur Verteidigung, das ist doch... Aber wo ist jetzt der Topflerich? Und wo ist jetzt der Hobi? Ach, um die beiden mache ich mir keine Sorgen. Die finden irgendwie immer ihren Weg. Ja, Ruby hat sich mal wieder verlaufen. Ach, der ganze Markt ist leer. Ach, hier steht da hinten nicht die Schneiderin? Ach nein, sie ist es, glaube ich, nicht. Ich hatte die Schneiderin aus, ich hatte noch keinen Kontakt zu ihr. Ziemlich düster, ziemlich verhangen und... Was hat sie denn an? Schwarz. Sie hat so blondes, hellblondes Haar, so einen kleinen Dutt und irgendwie so ein Kleid an und dann so einen kleinen Lederumhang hat sie quasi an. Naja, du hast wahrscheinlich auch alles aus Menschenfleisch. Ich auch aus Menschenhaut, ja, genau. Stimmt, ja. Ich mal von aus. Ihr werdet sie erkennen, wenn ihr sie hört. Sie klingt recht gruselig. Und wenn wir sie riechen, anscheinend. Riechen. Und sie redet immer so. Genau das. Also, ich glaube, das Wichtigste in dieser Situation ist es. Die werben was? Nur neue Schlacht. Oh, das passiert schon! Das ist vorbildlich, aber ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterbringt. Igor! Geht mal einen Schritt zurück. Ja, wenn aber er hier natürlich bleibt, dann wird er ja immer wirklich ruf zu Leder. Der gute Mann hat wahrscheinlich wieder die ganze Zeit. Igor, aufstehen! Ist schon okay.
Meine Güte. Warte, ich habe auch noch Igor. Vielleicht die härteren Sachen. Igor. Das Igor. War Alkoholmissbrauch. Das gute Zeug. Ist auch keine Lösung. Naja, doch, wenn man es genau nimmt. Ist auch keine Lösung. Das stimmt. Darauf. Denk dran, die... Dachte, du hast die Flasche gerade ausgekippt. Wie viele Flaschen trägst du bei dir? Der hat doch einen Tuch in der Hand. Und eine Flasche. Ja. Und noch eine Flasche. Das ist einfach gewechselt. Ja, mein Tuch ist jetzt leer. Den habe ich hier versucht, Igor weckenderweise über den Schädel zu kippen. Ich betone kippen, ich kann nicht ziehen. Ja, zieh ihm einfach eine überhaupt genau so, nämlich. Mach sie noch an vorher, damit es noch ein bisschen brennt. Ach, wenn man aufwecken, mein Kuchen nachfüllen zum Feuer löschen. Ja, wir wollen doch Blut sehen und kein Leder. Vielleicht hat die Schneiderin ihn verflucht. Aber ihr habt doch gehört, vielleicht heiratet der König nur wegen dem Trunk. Wahrscheinlich hat sie einfach einen Liebeszauber oder so. Der heiratet doch gar nicht die Schneiderin, der König. Ach nein, nur ein bisschen den Rausch ausschlafen. Das war doch dieser Funky-Bert. Der Kerl kommt schon wieder auf die Beine. Der wird schon wieder zu sich kommen. Funky-Bert? Was hat er denn zuletzt gesagt? Ist er vielleicht von irgendwas so erschrocken, dass er umgekippt ist? Er wollte uns Rat geben. Ja. Er sagte sowas wie, das Wichtigste ist, und dann war er weg. Das Wichtigste ist ein guter, gesunder Schlaf. Okay. Ja. Ja. Vielleicht denkt er auch, sehr man soll weise, sich totstellen. Das wäre, nein, ein Totstellen wäre aber eine ganz dumme Idee, wenn sie aus toten Klamotten machen. Naja, vielleicht will er uns ja damit sagen, dass wir das als Köder benutzen könnten, um... Wir sollen ihn jetzt tragen. Sie quasi das sieht jetzt blöd aus, wenn die Wache jetzt kommt. Wir ihn denn jetzt zur Schneiderin tragen? Kann man gar nicht bewegen. Bitte was? Was? Nein, meinst, nicht zur Schneiderin. Du beschuldigst uns, dass wir die Bösen sind, weil wir Blut sehen wollen und du möchtest ihn direkt zum Schneiderin tragen? Das nenne ich effektiv. Ach, natürlich. Nein, er ist kein Köter. Wir haben ihn ja gesehen, bevor wir hätten ihn dann gerettet. Ein Köder, kein Köter. Aber schaut euch den Mann da hinten an, den hatte ich heute schon gesehen. Der hat auch die gleichen Handschuhe. Ich weiß das nicht. Die hat er bestimmt von der Schneiderin. Ihr da vorne, mein Herr, kommt doch mal bitte kurz zu mir. Der Herr? Sagt mal eure edlen Handschuhe. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich fürchte, eindeutig. Wir haben uns ja ganz kurz bei der Erfinderin getroffen. Ich habe da ihre verzüglichen Handschuhe gesehen. Haben Sie denn die von der Schneiderin bekommen? Finde ich aber die denn? Natürlich. Von Panika. Ja. Ihre Schneiderei ist dort drüben. Ja, wir kennen die Schneiderei sehr gut. Oh, sind die Handschuhe denn bequem und habt ihr sie etwas näher angesehen? Entschuldigung, ich bin spontan eingeschlafen. Ja, das verstehe ich. Das haben wir gemacht. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ja, so sehen sie auch aus. Habt ihr die Handschuhe denn extra in Auftrag gegeben oder war das ein Vorschlag von ihr? Oh nein, Panika wusste, was mein Geschmack ist, denn sie ist eine gute Schneiderin und so hat sie mir angefertigt und gegeben, ohne dass ich fragen musste. So machen das gute Handwerker und Dienstleister. Ja, verstehe, okay. Diese Handschuhe sind also nach eurem Geschmack. Aber natürlich nicht nach ihnen, schauen Sie sie nochmal an. Aus. Welchem? Also, woraus sind denn die gefertigt, wenn ich fragen darf? Leute, nun, das müssen Sie natürlich die Schneiderin selbst fragen. Da frage ich doch nicht nach. Ich sehe nur, dass es sich anschmiegt, nützlich ist, gut und Griff hat und einfach vorzüglich aussieht. Also, könnte man sagen, wie eine zweite Haut. Ihr wart doch auch der Mensch, der kleine Messer und den Rotwein rot wie Blut genoss. Bin ich dort richtig? Aber natürlich, so genießt kann man die Sachen nun mal. Und Messer genießen. Ja, Messer brauche ich nun mal als Majordomus. Ich meine, wer bereitet sonst Mayo, das was? Essen zu und wie sollte ich Fleisch schneiden? Was ist ein Majordomus? Solange es sich um Fleisch handelt, bin ich ja wohl nicht unglücklich. Ich weiß nicht, ich glaube irgendeine Speise aus dem Orient. Im Zweifelsfall kommen Sie einfach zu mir. Bei mir gibt es das Fleisch gut portioniert und bereits fertig gebraten. Ich will hier Und für die kirchlichen Vegetarier haben wir auch. Also ich würde glaube ich nicht damit zum
Ja, doch. Ich würde damit nicht so predigt gehen. Was macht das denn? Ihr solltet mit dem Hammer nicht so rumfuchteln. Sonst sticht sich noch jemand ein Auge aus. Ja. Das ist nicht der Kokok, das ist Gerte. Mann, das sieht man doch. Oh, Herr Hühnerschauer. Jetzt, wo ich genau hingucke. Entschuldigung. Ute? Ja, Ute fehlt, das weiß ich. Ute? Ute? Gute Leute, so wartet doch eine Sekunde. Die Dame war eine von Ihnen. Wissen Sie, wo ich den Schmied finden kann? Nee. Oh ja, da vorne, der graue hier, der ist der Meistergeselle der Schmiede. Mit dem weißen Bart. Ich da vorne. Na, und dahinter ist die Schmiede. Ja, ich erinnere mich. Da hinten. Ach, da die Haare, Frau, genau, die weiß auch Haar schon Bescheid. Ja, ach, ja. Mit der Schneider. Anna ist übrigens meine Oma. Ich weiß da vorne. Da ist die ganze. Ja, die wollte meinen Körper kaufen. Was soll denn das werden? Sie wird Schweinerin-Schneiderin. Die Schweinerin wollte auch Onkelchen. Dein Körper, Onkelchen. Du hast hier die Kundschaft. Ach so. Ja, warte kurz. Ubi. Mensch, du kannst doch nicht immer Angst. Was war das denn? Das Alkohol. Ich würde eine Windel empfehlen. Ja. Das passiert im Alter schon mal. Ja, irgend sowas. Richtig. Ja. Brauchst du eine Windel? Ja, nee, ich brauche einen Lederbeutel. Ja. Oder ein Schlabberlatz. Ja. Ja. Also alt wie er ist, da hat er doch sicher einen Lederbeutel. Friedrich, darf ich dich einmal kurz sprechen? Ich muss mal gucken, warte kurz. Darf ich? Ja. Herr Langschritt, darf ich euch eben eine Frage stellen? Ja. Natürlich. Wo habt ihr diese Handschuhe her? Dann gehen wir mal weiter vom Lauschen. Was hast du vor? Wer ist da bei der Schneiderin? Und warum? Wir hätten Schneidersachen wollen von ihr. Wie normale Menschen. Ja, genau. Von dieser Schneiderin. Ah, ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Aber warum, mich würde eher irritieren, warum eine Stadt vor ihrem Hause steht. Das ist eine gute Frage. Ach. Es wäre eine Möglichkeit. Er ist das Herz. Ja, er ist Angestellter im Königshaus. Er ist der Diener des Königs. Er ist Herr Zweigling. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich noch. Danke euch. Gehabt euch wohl. Ja, Grüße. Können Sie mir denn sagen, wo die Schneiderin ist? Das weiß sie leider nicht. Ich vermute, sie ist im Königshaus, aber ich bin gerade am herausfinden, was das hier mit den Menschen auf sich hat. Deswegen stehe ich hier. Gut. Aber warum ist denn die Schneiderin eingeladen? Gehört die jetzt schon zum Adel hier? Ich bin mir nicht ganz sicher, da oben wurde auch schon versucht, die Königin schon wieder hinzurichten. Schon wieder? Was wieder, die Kirche? Ja, auch schon wieder. Also haben sie ich schon weiß gehabt. Nicht. Also die erste habe ich ja erwischt, aber die zweite weiß ich jetzt nicht. Meine Güte. Na dann. Auf jeden Fall, da vorne ist jemand, der Handschuhe von der werten Frau Schneiderin erworben hat. Oh, vielleicht sollte er die verbrennen. Ja, ihm gefallen sie. Das passt ihm gar sehr, es ist seine Wohltat. Es ist sein Geschmack, ja, wie er sagte. Richtig, ja, wenn richtig. Er davon Krankheiten bekommt, ist das nicht unsere Thema. Dann ist sich im Dorf nicht verbreitet, ja. Naja. Richtig, richtig, ansonsten verbrennen wir ihn einfach. Oh, das klingt gut. Das würde ich auch vorschlagen. Schneiderin war eingeladen zur Hochzeit. Aha, jetzt hat wohl wieder jemand versucht, die Königin zu töten. Ach, das haben wir ja schon gehört gerade. Aber die Königin, nein, zweites Mal. Ihn dann exekutiert. Zweites Mal. Ein zweites Mal. Wie kann denn die so schnell geheiratet haben und schon zweimal versucht werden, umgebracht zu werden? Ach, nein, da gibt's überall.
Ah, darum soll ich niemals adelig werden. Mein Tipp bei der Schneiderin, da waren wir gerade. Keiner zu Hause, die ist scheinbar. Die ist wohl eingeladen bei der Hochzeit. Scheinbar ist hallo. Ja, das ist ja, ich merke schon. Da wird eingeladen, nur wir nicht. Natürlich. Ja, so ist es. Wir sollten uns mit Fackeln und mit Mistgabeln bewaffnen, dann schauen wir, ob wir die Schneiderin finden. Ja, ich bin mir unsicher. Wenn wir mit Fackeln und Mistgabeln rumlaufen, ja, kommt bestimmt wieder diese Burgwache an. Ja, richtig. Ja, wir sollten es der Waffe überlassen. Waffen sind noch nicht erlaubt. Nee. Die Wache denn was? Die Stadtwache nicht auch gesamt alle hoch aufs Schloss gezogen? Nein, der schaut sich gerade bei der Schneiderin um. Wahrscheinlich. Ach, er hat schon auch er arbeitet gehört. Sogar. Ja, ja. Er hat schon wieder aufgehört, tut mir leid. Ist aber, glaube ich, keine offizielle Stadtwache, sondern ein Rathauswächter. Oh. Ja, ja. Ach, oh. Na, dann haben wir aber bessere Chancen. Die arbeiten ja bestimmt besser als der Rathauswächter selbst, der Bürgermeister. Ja, okay. Ja. Und dann? Sehr, sehr komisch, was hier passiert. Ja, warum passiert eigentlich jedes Jahr irgendwas Komisches? Dabei habe ich mich doch so auf das Schweinerennen gefreut. Ja, eine Katastrophe. Das wäre heute auch gewesen. Ich wäre mal was hier unten bei uns los gewesen. Nicht nur im Schloss. Ich meine, die Löwfee war ganz nett, aber Ich habe nur irgendeinen Zettel von einer Lofe, von einem Loven gesehen, aber mehr auch nicht. Ja, ja, den habe ich auch bekommen. Die Löwfee hat mich dann zum Geisterkönig gebracht. Ja, ja. Okay, na, ich habe keinen Zettel bekommen. Ich sollte ihn nur lesen für jemanden. Für den guten Hubi. Ach so, ja, ja. Er kann ja nicht lesen. Ja, Hubi war auch dabei. Wie schön, ihr habt auch Kontakt zum kleinen Volke. Was? Ja, ja, es war sehr spannend. Kleines Volk? Wo? Und die sehen tatsächlich scheinbar alles, also die wussten Sachen. Die wissen meistens alles, auf jeden Fall. Ja. Und ich überlege, solange alle auf der Hochzeit sind, ob ich nochmal zum Friedhof gehen soll, um zu versuchen, mit Sayuna zu sprechen. Sollen wir dich begleiten? Sonnenuntergang? Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Ich glaube, man sollte da eher, wenn der Mond aufgeht, der Mond ist doch eher... Der Mond ist doch schon da, da guck doch mal da hoch. Tatsache, ein Blutmond. Aber die Sonne blendet ihn halt auch noch rein. Ja, wir waren schon bei der Wahrsagerin. Ich habe immer das Gefühl, mir läuft die Zeit davon. Also ich kriege Geister auch schon Das ist in dem Alter normal. Ja. Lasst uns mal zum Friedhof gehen. Hoffentlich ist nicht schon wieder eine Hochzeit dort. Ja, dann werden wieder Gehirne getauscht. Ach, da kommen die hässlichen Reste her. Klären mich auf, was haben wir vor? Ja, wir schauen mal, ob wir Sayuri erreichen. Friedhof. Guck mal, da steht ein Pferd in voller Rüstung. Nicht, dass das Pferd ist, was sie gesucht wird. Vielleicht der Stadtwache. Das hatte nicht das Pferd. Interessant. Das Pferd heißt aus dem Weg. Wahrscheinlich hat es genügend Krankheiten schon wieder Schwein. Das Schwein mit aber so redet man doch nicht über Prinz Willi. Ja, aber das waren doch nur Holzwürmer. Das war doch gar keine echten Würmer. Das steht heute am Brett. Am Brett steht aber auch, nicht dass gesehen. Die Schneiderin verdächtigt wurde. Ja, aber am Brett steht doch auch, dass die Schweinejagd nicht statt... Schweinejagd. Aber oh, das wollte ich natürlich das nicht. Das fände ich auch gut. Das ist nur alles. Lass das nicht den Schweinebauern hören. Da fällt mir gerade ein, wohnen die beiden, deren Schwein beschuldigt wurde, Würmer zu haben, nicht sehr nah an der Schneiderin? Ach, ja, die war es auch angeblich, die das Schwein beschweint hat, bewurmt. Fragt mich nicht, wie. Ja, nicht, dass die Würmer eigentlich aus der Schneiderei stammen und, naja. Es könnten die Reste von den, die Würmer und Maden sein, welche aus den Klamotten kommen, die sie so sehr gerne anfertigt. Ja, das war mein Gedanke auch gerade. Ach, hab ich mich jetzt verlaufen? Wo ist nein, denn nein, alles richtig. Ein Stück weiter nach rechts. Die Richtung.
Hier nach an dem großen Felsen vorbei. Ach, das geht ja richtig schnell den Hügel hinab. Stürzt nicht! Ja, wenn man oft genug im Wirtshaus ist, sage ich nur Beine anziehen, runterrollen. Darauf erstmal. Bergauf ist es ein bisschen anstrengender. Ach, da ist ja schon das Haus des Totengräbers. Da hat immer der Herr Kratzer gewohnt. Ja. Totengräbers. Wer war denn dieser Herr Kratzer? Das war einfach der letzte Totengräber vor dem Herrn. Richtig, genau. Moment, wir haben doch welche verloren. Wo ist denn jetzt die Nervina hin? Oh Gott, hoffentlich wurden die nicht von der Schneiderin erwischt. Ja, aber das hätten wir doch bestimmt gehört, wenn es direkt hinter unserem Rücken passiert. Waren doch gerade noch hinter uns. Schauen wir mal. Wo sind denn die Verlorenen? Nervina! Alle anderen, deren Namen ich vergessen. Nervina! Alle anderen! Hallo! Nun, da können wir wohl wenig tun. Ah, da kommt's ja schon. Ach, da! Haben wir uns gerade gesorgt? Ach, habt, Entschuldigung, ist, ging in meinen Kopf ganz wild rum. Auf einmal waren Katzen da, die mich umgeschubst haben. Oha! Nun, da ist es ja, gut, dass es vorbei ist. Und wir haben uns umgeguckt und auf einmal warst du nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, ob noch wer fehlt. Und da haben wir uns gesorgt, nicht, dass die Schneiderin jetzt tatsächlich am hellerlichten Tage schon ihre Opfer holt. Ja, nein, aber ihr habt mich einfach stehen gelassen. Das war wundervoll. Ja, so kennt man uns. Das Volk Rostelot. Als Köder oder so. Ja. Das ist wundervoll, die Volk Rostelot. Wie wir einen zusammenhalten, ist das nicht wunderbar. Ach, es ist wirklich herzerwärmend. Der hat inzwischen, keine Ahnung, 4 oder 5 Berufe, der Henkers-Lehrling. Ja. Ah, genau. Ja. Dietmar heißt er. Also gestern waren hier noch Rosenblätter. Ja, vorhin auch. Aufgebaut. Ja, gestern war ja hier auch diese ritualisierte Hochzeit. Das war noch vor einer Stunde hier. Was ist denn auch dieses Jahr mit den ganzen Hochzeiten los? Ich weiß es nicht. So, sogar Sir Edwin sucht eine Frau. Sir Edwin, von dem ich gar keine Liebe kenne. Meine selbst Gerte hat sich verliebt. Stimmt. Nun, Gerda hat aber auch ein gutes Los gezogen. Ja, aber ich habe mit Sir Cocker gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sir Cocker unbedingt jetzt eine sehr offene, wirksame Hochzeit haben will. Hat keinen Hunger. Nein, Gerda hat heute schon gut gegessen. Was ist mit denn da für die Kluft? Hier stand der Altar gestern, ja. Ja. Das ist die. Sie öffnet sich sogar. Wir sollten aufpassen. Dort unten ist das Reich des Toten und der Totengräber versteht dort keinen Spaß. Das ist doch wunderbar. Da ist es genauso tot wie mein Herz. Also da unten war ich nicht. Ich glaube, wir verbergen. Meint ihr wirklich, wir müssen dahin? Ich glaube nicht. Da ist es. Aber hier ist zumindest, kann man hier die Toten am besten sprechen. Das mag sein, ja. So weit habe ich nicht. Gott, ist das finster. Im Affenarsch hier. Und ich habe meiner Fackel verliehen. Ach. Ich habe gar keine. Nero, was hat's eigentlich mit diesem Rock auf sich? Ich habe mir bei der Post eine bestellt, die habe ich immer noch nicht bekommen. Verlobungsgeschenk. Hier liegen. So. Oh. Das ist ja ekelhaft. Irgendeiner hat hier drauf gesamt. Was für eine Schweinerei. Wer war das? Grab der Königin? Ich glaube, wir sind hier falsch. Das ist das Grab der Königin? War das nicht hier? Das kann sein. Ja, also da ist eine Krone eingearbeitet. Ja, vielleicht versucht ihr hier mal mit den Geistern der Vergangenheit zu sprechen. Das soll ja helfen, habe ich gehört. Aber mit der Königin wollte ich nicht sprechen. Ich wollte versuchen, diese Handschuhe zu benutzen, um zu erfragen bei den Geistern, ob Sayuna wirklich aus diesen Handschuhen besteht. Ja, warte doch kurz. Was? Ja.
Wenn wir mit den Toten sprechen wollen, sollten wir vielleicht ein kleines Ritual aufführen. Vielleicht kommt dann die Sayuna oder jemand, der es weiß, zu uns. Ich würde zumindest hier unter der Erde ist man näher an den Geist, an den Toten. Vielleicht fragt ihr hier mal nach Sayuna. Ja, vielleicht musst du einfach mal die Handschuhe vorzeigen. Dann lege ich die Handschuhe hier in die Mitte. Dann zünden da sollten wir nur ein kleines Ritual durchführen, damit die Toten natürlich auch mit uns sprechen. Oh, liebe Sayuna, wenn du wirklich aus diesen Handschuhen bestehst, wie die Schneiderin es sagte, so komm doch und sprich mit uns, damit wir Gewissheit haben, ob diese Schneiderin tatsächlich aus Menschenhaut Kleidung herstellt. Sayuna, erhöre uns. O Geister der Vergangenheit, wir wollen nichts Böses. Amina, wir wollen uns doch nur schützen. Vielleicht brauchen wir ein Alkoholopfer. Amina, Amina. Ich bin ein Alkoholopfer. Oh, das ist ein Alkoholopfer. Jetzt will ich aber nicht mit dem Feuer darüber schlagen, sonst brennt uns doch die ganze Bude ab. Das war nicht der Hochprozentige. Ist ja auch verboten. Amina, Amina, Sayuna, hörst du uns? Sayuna, meine liebe Freundin, hat die Schneiderin dich umgebracht? Oder versucht sie mir nur Angst zu machen, weil sie garstig ist? Sayuna, hörst du uns? Euch schon Erfahrungen mit sowas gemacht? Ja, wir haben da schon Erfahrungen mit gehabt. Oder halt. Natürlich. Bisher haben sich bei mir die Geister mal einfach gezeigt und haben mal mit mir gesprochen. Zweimal bisher dieses Jahr. Keine Ahnung, bisher hat nur meine Henne mit mir gesprochen. Ja, die Henne immerhin. Aber ich denke, wir haben auch gute Chancen mit Sayuna oder einem anderen Geist, wenn wir nur weiter das Ritual fortführen. Ja, aber was, wenn die Geister noch gar nicht wissen, dass wir hier sind? Wir müssen irgendwie auf uns aufmerksam machen. Ja, wir müssen halt rufen. Ich weiß zufällig, Geister, wo ein Geist der Vergangenheit. Was für ein Lied? Das Lied, um die Geister zu rufen. Sowas wie Longsheng. Oh, vielleicht nicht dieses. Ja, aber es könnte vielleicht helfen. Kennt ihr dieses Lied? Kumbaya, my lord. Kumbaya, ich hab gehört, das ist doch eine Lady. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Uns Brot zusammenbrechen, Kumbaya. Ich hab bei Müller gegessen. Brot zusammenbrechen, Kumbaya. Lasst uns Brot zusammenbrechen, Kumbaya. Oh, lasst uns Brot. Kumbaya. Aber nicht das Brot mit Kacke. Kumbaya. Ja, da muss man brechen, wenn man das ist. Brot zu erbrechen, auch sehr schlimm, ja. Ach, wir sollten nichts über Brot singen. Ich habe gehört, das wurde mit Kacke gebacken. Ja, eben deshalb erbrechen. Genau das. Stimmt, von dem komischen, hier, Müller. Ja. Tja. Eine Opfergabe. Was ist da passiert? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Eingeborene Stämme nennen dieses Brot Nutella-Brot. Ich weiß nicht, warum alle Bärensaat haben, während ich doch Bären anpflanze. Ja. Oh, was passiert? Was ist passiert? Oh, Geist. Mit den Toten wollten wir sprechen. Wir vermissen unsere Schneiderlehrling Sayuna. Ella, bitte trag doch vor. Gute Geister, hoffe ich. Ich habe diese Handschuhe hier am Boden erhalten von der Schneidermeisterin und sie meinte, Sayuna wird nie mehr wiederkommen. Doch wenn ich diese Handschuhe bei mir trage, werde ich sie immer bei mir haben und ich befürchte, weil sie es schon zugab, dass sie aus Menschenhaut gefertigt sind von meiner lieben Sayuna. Der Verbleib dieser Seele ist ungewiss. Ich verstehe. Aber sie folgt euch nicht nach. Oh, gut. Und
Sie meinte, wenn ich in die Handschuhe flüstere, könnte ich mit Sayuna sprechen. Glaubt ihr, dass die Schneidermeisterin Böses tut? Ja. Was können wir tun? Also ich würde die Schneiderei abbrennen. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet. Menschliche Taten, nicht menschliche Gerechtigkeit zuständig. Meint ihr die Aussage eines Geistes zählt vor Gericht? Es ist nicht an mir zu handeln oder zu weisen. Dann müssen wir zu den Wachen. Ja, wir sollten sie alle informieren, damit der erste Wächter es nicht vergisst. Denn die Vermisstenanzeige von Sayuna, die steht ja schon seit Tagen aus, ja. Oder? Aber guter Geist, sie beruhigt mich. Immerhin ist die Schneiderin ein Mensch. Auch das war uns ja noch nicht ganz bewusst. Vielleicht sollten wir bei der Burgwache mal fragen. Nicht, dass die Schneiderin gerade tatsächlich bei der Hochzeit ist. Ist sie bestimmt, oder weil jemand Mensch ist, da ist es nicht, dass man nicht böse ist. Für wahr. Ja, das stimmt wohl. Da stimme ich zu. Also wenn ich, ich würde jetzt hier die Schneiderei samt der Schneiderin anzünden. Ich finde, das ist ein sehr guter Plan. So geht zumindest die Kirche. Ich würde das nicht tun, ohne dass ein Urteil gefällt wurde. Nein, am Ende verlieren wir noch unseren Kopf. Wir sollten wirklich der Stadtwache Bescheid geben, sonst fällt das alles auf uns zurück. Das würde meine alte Seele auch nicht mehr vertragen. Ihr habt recht, die können uns helfen, das Haus anzuzünden. Bisher waren die sehr untätig bei sowas. Wir sollten mit einem Geist Unterredung gehabt. Guter Geist, habt Dank. Darüber haben wir das Druckmittel gegenüber der Wache. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Und ruht in Frieden. Dann verlasst diesen Ort. Ich nehme auch alles mit. Ja. Verzeihung. Die Samen in dem Grab sind übrigens nicht von uns. Nur, dass ihr es wisst. Ja, da hat irgendein der Geist weiß sowas. Das ist ekelhaft. Oh. Nun aber raus hier. Da hat Divi eingeschritten. Das war ja fast so gruselig wie der schwarze Ritter. Ist Divi eingeschritten. Sehr schön. Geister wissen echt, wie man Staub aufwirbelt. Diese haben wir gerufen. Er klebt so in der Nase. Ich hab schon braune Pupillen, deswegen. Ja, voll Divi. Oh. Ganz schlimm. Das kommt vom Fackelruß. Ach, guck mal. Da wartet sie noch auf uns. So ein Strahl. Glatt über die oberste Stufe gestolpert. Mach mal die Tür wieder zu. Ach, der Fuchs ist noch drin. Oh. Dass ich das noch erleben darf. Schnell, mach sie zu. Kleines Menschenopfer für den Geist. Ach, ich bin innerlich schon tot. Was würde mich das noch interessieren? Nun denn. Okay, also was tun wir jetzt? Also wir brauchen auf jeden Fall die Wache. Ich würde ganz, mehreren ganz Wachen Bescheid sagen, damit es auch bloß keiner vergisst. Ja, am besten so die versammelte Fall. Wachmannschaft. Ja, wenn sehr sie mal schön versammelt sind. Das ganze Ritual? Es geht mir nur darum, dass es nicht vergessen wird und einer von uns vielleicht als Kleidungsstück endet, nicht wahr? Ja. Die Burgwache damit zu belästigen ist vielleicht falsch, weil die sind ja für die Burg zuständig und die Stadtwache. Ja, eigentlich sollte immer einer da sein. Keine Ahnung, wo die wieder alle sind. Duriel hat ja gesagt, die Stadtwache sollte die Stadt bewachen. Davon würde man ausgehen. Der Duriel hat ja gesagt, dass die Königin ein Gewand aus Menschenhaut hätte, einen Umhang. Die Prinzessin, Umhang. Nicht die Königin? Ja. Die Gwenyana. Gwenyana, ja, genau. Also zumindest war das die Aussage der Schneiderin. Ob es nun wirklich wahr ist, weiß ich nicht. Und sie hat sich ja irgendwie damit auch selbst belastet, oder nicht? Deswegen, ich bin so überrascht von ihr. Sie ist undurchschaubar. Sie geht so offen damit um. Sie war stolz auf ihr Handwerk. Ja. Vielleicht denkt sie, dass sie niemals jemand erwischen könnte. Ja, vielleicht denkt sie, das glaubt auch keiner. Oder so. Aber mal, also, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, Freunde, aber... Was, wenn die Prinzessin so ein Gewand trägt von der Schneiderin und die Schneiderin ist so, naja, selbstbewusst, was das anbelangt. Was, wenn das alles sogar
in Ordnung geht vom Adelshaus, von Königshaus. Oh, ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich meine, die Hasslingens, die sind ja auch hier geblieben, obwohl sie uns angriffen mit den Untoten. Letztes Jahr, ihr wisst doch. Und vielleicht ist das ja alles, vielleicht darf es so sein, obwohl es mir sehr widersteht. Der Herr Lou, der hat ja auch ganz stolz diese Handschuhe da rumgetragen. Die waren ja auch anscheinend aus solcher Haut. Der hat aber der gehört aber auch zu der Sippe. Ja, der gehört zu den Hasslingen. Aber vielleicht wird es auch einfach Zeit für etwas frischen Wind. Was für ein frischer Wind denn? Ostwind? Naja, einer, der vielleicht nicht so milde ist mit solchen frevelhaften Taten. Vielleicht ist die neue Königin ja auf unserer Seite, was das anbelangt. Vielleicht. Aber ich gehe mal schnell aus. Da bin ich noch unsicher, wie sie den König so schnell rumgekriegt hat. Ja. Seid gegrüßt. Austreten. So, und dann bin ich gleich wieder bei euch. Thank you.
So. Na, ich wollte mich da anziehen, wenn ich den Hund in die Hand nehme. Auf geht's wieder. Ich habe nur kurz mit wem geschrieben. So. Gute Nacht, Blaubeerin. Schlaf fein. Testet. Mit einer Hand laufen. Wollen wir jetzt erstmal wieder was trinken. Also wir erleben hier gerade mehr Action, wenn ich das... Also wir machen mehr aktiv, wenn ich das gesehen habe, als was auf dem Schloss los ist. Ja, ich brauche kein Geld. Ich bin nur der Meinung, ihr seid sehr böse und deswegen lasse ich mich hier nicht bestechen. Verzeiht, was meint ihr mit böse? Hey. Also nur wenn man heiratet, ist man doch nicht direkt böse. Für wahr. Ja, doch, natürlich. Frauen die reißen einem nur das Herz raus. Ihm. Nein. Ich verstehe es nicht. Ja, stimmt, das hat der schwarze Ritter das gestern ja auch gemeint, dass Liebe eigentlich schlimm sein kann. Definitiv. Aus erster Hand. Schaut nur nach an, ich habe keine Haare mehr dank dieser Liebe. Ach, hey. Oh. Ach, hey. Außerdem, ach, solange, nee. Ich weiß nicht, also, solange nicht verdient. Gehirne getauscht werden oder verdient. So. Und die restlichen 100 kriegt jeder von euch, wenn die Nacht hereinbricht und ich vermählt bin. Ich bin super. Euch sehr dankbar. Was sind wir doch für ein guter Marktplatz hier, oder nicht? Wir arbeiten alle zusammen. Alles fürs Volk. Die Marktstände halten zusammen, genau. Aber sag mal, was ist denn mit eurem Gatten im Spiel? Warum ist der denn so... Ist der sehr nervös oder warum ist der so komisch drauf? Oh, ich weiß es nicht. Er hat mich gebeten, ihn zu heiraten. Ich muss ihm helfen, eine üble Krankheit loszuwerden. Ich weiß nicht, er hat einen Trank getrunken. Er ist etwas verängstigt, glaube ich, momentan von dieser Vorstellung, dass dieser Trank ihn umbringen könnte. Es war wohl ein Versehen. Okay. Er wollte ihn jemand anderem geben, dann hat er ihn selber getrunken. Woher hatte er denn diesen Trank? Das heißt, er wird bald sterben? Nein, weil wir ein Heilmittel dagegen brauchen werden. Aber dafür muss ich ihn heiraten, denn nur Eheleute können das wohl zusammen brauchen. Irgendwie sowas, ich hab's nicht ganz verstanden. Oh, okay. Das klingt ja interessant. Wer hat euch das dann erklärt? Die zuständigen Alchemisten dieser Stadt. Wir sollten den Alchemisten dazu befragen. Also der Quacksalber? Der wird's wissen. Das war bestimmt Pepe mal wieder. Pepe hat immer seine Finger im Spiel. Oh! Nun. Sind sie ja wieder. Warte, die Hochzeit nochmal. Wann war die? Was wissen wir denn? 21, nein, ein Viertel vor 10, eine Viertelstunde vor der 10. Stunde, so ungefähr. Danke, hab Dank. Schon noch eine Hochzeit? Wie viele Scheißhochzeiten soll ich mir heute noch angucken? Ach, wird ganz schnell und schmerzlos. Das wird das einzig Schmerzlose sein an dieser Ehe. Tut mir jemand weh? Ich bin von der Stadtwache. Ich hab ein Schwert. Was ist denn das Neueste, was du uns gerade erzählen wolltest? Ja, irgendwie hat der König so eine hässliche Rothaarige geheiratet. Die Dame ist doch nicht hässlich. Nur etwas laut manchmal. Cornelia Townwald. Ja, Versace. Oder so. Und das ist die Information, die ihr uns überbringen wollt? Ja, weil ihr hier das so rumsteht. Ihr seid ja gar nicht bei der Hochzeit da oben. Wo ich hab Dank für diese Information. Wir dürfen da ja auch gar nicht hin. Wir sind ja auch nicht adelig. Wir dürfen doch da nicht hin. Ach, ja, so. Eben. Das ist für euch, für diese Information, Postbote. Oh, und verzeiht, ihr seid etwas anderes. Hast du was gesoffen? Also ich hätte sonst was, wenn du... Ja. Oh, gerne. Hab Dank. Was ist denn mit der Frau los? Ist sie immer so? Ja.
Das ist die Schneiderin. Ich bin die Schneiderin. Ich grüße euch. Braucht ihr mal neue Hosen? Ihr könnt sie bei mir holen. Und welches Leder benutzt ihr am liebsten, liebe Schneiderin? Wollt ihr das auch der Stadtwache sagen? Oh ja, das Leder, was sich so finden lässt. Früher benutzte ich viel Tier, aber ab und zu wurde mir erlaubt, von oberster Stelle mich auch auf, naja, unseren... Oh, was ist das? Also wirklich? So, leider kann ich nicht weitersprechen. Geht's Ihnen gut? Brauchen Sie etwas? Nee, alles gut, liebe Frau. Wer ist denn die oberste Stelle? Wenn sie das noch fragen muss, um Gottes Willen, Stadtwache, wie kann sie es wagen, das zu fragen? Welch grausame Tat! Nun, je nachdem, wie man anhängt, die Prinzessinnen, die Könige, vielleicht meint sie ja noch die Königin, möge sie in Frieden ruhen. Nun, die Hochzeit ist vollzogen, oder nicht? Wir haben eine neue Königin. Für wahr, lang lebe die Königin. Gott zum Gruße. Lang lebe die Königin. Lang lebe die Königin. Verzeiht, was sagtet ihr? Frau Tunika Schneiderin, können Sie mir mal kurz... Ich würde mal gerne mit Ihnen alleine... Können wir mal ganz kurz reden? Hat er mich... Ja, kommt mit, kommt mit! Ach, ja, herrje. Gleich, Jungs, Mädels. Oh, jetzt passiert's. Was soll passieren? Oh, jetzt passiert's. Was soll passieren? Was denn? Mit der Schneiderin und er wird sie konfrontieren und dann gibt es neue Umhänge und Handschuhe. Ja, er wird sie vor allen Dingen, sie wird ihn vor allen Dingen schmieren und ihn Geld zuwerfen. Das vermute ich. Ja, wahrscheinlich. Das ist dieser Kalle, Leute, dem traue ich nicht über den Weg. Ich auch nicht. Ich was war das denn für ein Schlag? Dort sehe ich doch Menschen an der Menschenleder kauft. Oh, ja, ein Feuerwerk. Wir sollten es allen Wachen sagen, damit wir uns sicher sind. Oh, wow. Oh.